Hallo zusammen, mein Name ist Ute Drodde und ich freue mich riesig, euch heute mit auf meine Herbstgartentour durch meinen Garten zu nehmen. Es hat sich einiges getan, ich habe einiges nochmal optimiert, verändert. Der Garten ist jetzt 2 Jahre alt und hat sich ja wahnsinnig entwickelt in diesem Jahr. Es war ja auch, wie gesagt, mit Wärme und Regen wirklich üppigst gut bestückt. Wir hatten zwar auch noch eine heiße Zeit, aber das hat ja auch alles bestens verkraftet. Ja, und das möchte ich euch heute zeigen, was ich verändert habe hier im Garten. Ich musste noch ein paar Sachen umpflanzen, weil die einfach so gewachsen sind, dass sich da ja einfach Änderungen ergeben haben, weil es mir einfach zu eng war oder aber auch nicht mehr optimal. Und so ist es halt im Garten. Ein Garten ist nie fertig. Es verändert sich immer wieder was. Man optimiert Dinge, weil sie einfach nicht mehr in der Form so funktionieren oder besser gesagt auch da dann optimal wachsen vom Standort her mit allem drum und dran. Oder Gefäße sind zu klein und man muss dann umpflanzen. Und dann kann man auch gleichzeitig mal sag ich jetzt mal so Beikräuter wie Gundermann mal entfernen, wenn das dann einfach zu viel wird über den ganzen Sommer. Und ja, da war ich jetzt heute, hatte ich Zeit dafür, mal schon den ganzen Vormittag mit zugange. Und heute Nachmittag habe ich Zeit, euch jetzt hier bei diesem wunderschönen, herrlichen Sonnenwetter und den herrlichen Herbsttemperaturen von so gut 13 bis 15 Grad hier euch den Garten zu zeigen und wie der sich in diesem Jahr und vor allem in dem zweiten Herbst jetzt entwickelt hat. Ich würde sagen, wir gehen einfach los und ich zeige euch, was sich alles getan hat. Auf geht's! Ja, wir sind hier wieder wie immer mit dem Start. Vorne vor dem Garten fangen wir an. Und hier sind jetzt die Knöterich gerade voll am Blühen und wirklich super am Blühen. Hier ist noch eine kleine, wunderschöne Aster, die sich jetzt hier, glaube ich, selbst gekreuzt hat. Die ist hier zwischen dem Knöterich unterwegs und ich finde sie farblich wunderschön. Hoffe, dass sie sich weiter gut entwickelt. Was ganz, ganz toll ist, dass wir jetzt hier wirklich super viele Bienen hier haben, die jetzt hier im Knöterich noch Nektar und Pollen suchen. Vor allen Dingen, denke ich mal, Nektar, um einfach auch gut durch den Winter zu kommen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig und deswegen bleibt bei mir hier auch im Winter alles stehen. Also die Pflanzen werden nicht runtergeschnitten, sondern alles bleibt stehen, damit die Tiere wie Insekten und alles, was kreucht und fleucht, hier gute Überwinterungsmöglichkeiten finden. Und der Winteraspekt nachher, wie gesagt, bei Raureif, Frost hat natürlich ihr Übriges. Im letzten Jahr habe ich das festgestellt, da hatte ich hier die Astern alle stehen gelassen und da kam dann im Januar, Februar der Stieglitz und hat dann hier die ganzen Samen aus den verblühten Astern rausgeholt. Ich fand es genial. Ja, was natürlich mega ist dieses Jahr, ne? Also ich habe ja, wie gesagt, dieser wilde Wein ist jetzt 2 Jahre alt und der hat sich sowas von gemacht. Der hat wirklich die ganze Zaunseite, ne, komplett bewachsen dieses Jahr und sogar schon Fruchtstände, total verrückt. Dann haben wir hier schön im Schatten die Aster Divaricatus, ne, die Waldaster. Auch hervorragend. Ja, und der Apfelbaum, der hat jetzt natürlich gestern, nachdem es hier noch mal so richtig stürmisch war, hat er jetzt schon einiges an Blättern verloren. Aber nichtsdestotrotz sind hier noch ein paar Früchte dran, ne, die man da so sehen kann, hoffe ich auf jeden Fall. Und da waren auch Amseln schon dran, die sich da schon gut was weggeholt haben. Ja, und dann, wenn man jetzt mal so weiter guckt, ne, dann denkt man einfach nur, wow, ja, es ist einfach, wie gesagt, der Hammer. Es ist einfach nur ein Traum. Das sind, glaube ich, 2 oder 3 Pflanzen. Das ist die Aster Ericoides Lovely, nennt sich die. Es ist eine Wolke, eine einzige Wolke, wie das hier am Strahlen ist. Ne? Das ist wirklich faszinierend. Ich finde es genial und auch hier sind natürlich alles irgendwelche Fliegen und Bienen und was auch alles irgendwie noch was zu futtern sucht, ist hier unterwegs und sucht sich jetzt hier nochmal Nahrung für die ja, harte Zeit. Ne? Die Blüten sind wunderschön. Theoretisch könnte man sie natürlich auch abschneiden für die Vase.
Aber das, ja, das lasse ich dann meistens, weil ich das einfach viel zu schön finde, das hier im Garten mir so anzugucken, ne? Und dann mit der Perspektive von den anderen Farbtönen, diesem Gelb und dann dieses Rosé hier, das ist einfach schon nur sehr schön. Die Gräser sind jetzt hier, ne, schon richtig schön trocken und haben dieses cremefarbene. Ja, und das Ganze als eine Einheit ist natürlich dann auch ein ganz, ganz tolles Herbstbild. Es geht direkt weiter. Wir haben ja hier vorne noch den Thymian stehen, ne, dann hier das spanische Gänseblümchen und dann direkt daneben hier die Katzenminze. Und die Katzenminze ist nach wie vor, ne, einfach nur genial. Die blüht wirklich von Juni an bis jetzt in den November rein, bis es anfängt zu frieren und hört auch einfach nicht auf. Dann haben wir schon das nächste Highlight, auch wieder eine traumhafte Aster. Das ist auch eine wunderschöne Aster. Die hat jetzt hier so einen schönen Violettton. Das Tolle ist, die ist so leicht rötlich, wenn man mal gucken, leicht rötlich hier im Innenbereich und nachher, wenn sie dann verblüht ist, geht sie gelblich. Ne? Und auch hier sind wieder massenhaft Bienen unterwegs, die alle am Wuseln sind, um noch Nektar, wie gesagt, sich zu holen und sich einfach nochmal zu stärken, bevor es dann nachher in die Schlafzeit geht, ne? Um den Winter gut zu überstehen. Ja, auch das hier ist eine Wolke, kann man nicht anders sagen. Das Schöne ist jetzt der Herbstaspekt, wenn man dann Gräser hat und die sind dann davor, so wie hier dieses Goldtau-Gras, ne? Die Waldschmiele, das ist ja hier Deschampsia cespitiosa Goldtau, nennt sich das Gras. Und das Schöne ist, ne, man guckt so da durch und hat dann im Hintergrund dann die Astern. Und wenn man jetzt mal so seitlich von der Straße schaut, ne, das ist schon wirklich ein Träumchen. Einfach durch die verschiedensten Farben, das sind wirklich Farbwolken und dann dazu die Herbsttöne, das ist schon wirklich, wirklich toll und es macht mir super Freude. Und ich genieße es wirklich total. Also ich finde es total genial. Ja, dann haben wir hier noch eine sehr schöne Aster. Ich meine, das müsste eine Raublattaster sein. Die haben hier ein ganz tolles Violett, ne? Und dann diese kleinen Pollenträger hier, diese kleinen Stempel in Gelb. Und das Tolle ist jetzt, wenn die nämlich jetzt hier dann verblüht sind, dann gibt es nachher hier diese Puschel, diese, ja, fast so kann man sagen, so kleine Fellpuscheln, ne? Sind es natürlich nicht. Aber das, was da braun drin ist, das sind Samen. Und das wird ja dann nachher hier über die ganze Fläche, ne, wird das dann jetzt hier nachher diese Püschelchen haben. Und da gehen die Vögel dran, um dann hier nachher noch sich über den Winter nachher Samen rauszuholen. Es ist einfach nur schön, kann man nicht anders sagen. Ja, genau. Und im Hintergrund ist dann direkt nochmal wieder eine Aster. Es ist dieselbe, aber hat sich da nochmal ausgesät. Ja, und dann haben wir hier nochmal die weidenblättrige Birne, die ja auch, wie gesagt, klasse ist. Die hat schon Äpfelchen getragen. Hier vorne in den Gefäßen ist noch die Heuchera micrantha, ne, das Purpurglöckchen. Und hier ist die Saxifraga. Die ist auch wunderschön. Die ist den ganzen Sommer über ist die Pflanze zurückgezogen in der Erde. Man sieht das gar nicht. Und dann fängt die an, hier zum Herbst hin die Blätter zu schieben. Und dann kommen jetzt die Blüten. Ne? Und bis das dann, wie gesagt, bis der Frost eintritt. Ich finde es immer wieder genial, dass die jetzt da ist. Und dann über den Winter ne, zieht sie dann ein. Den ganzen Sommer ist sie nicht zu sehen. Und dann ist sie wieder safe. Dann ist sie wieder da. Das ist echt klasse. Ja, und das ist jetzt hier der Garteneingang, ne? Und wenn man dann mal guckt, das ist einfach nur, wie gesagt, wunderschön. Man hat dieses herrliche Licht. Und das Tolle ist, dass hier jetzt die Farben, ne? Dass die Sonne geht so richtig schön durch das Gras durch. Das ist hier diese Molinia caerulea Moorhexe, das sieht einfach nur toll aus und das macht das Herbstlicht auch so aus. Und wenn dann noch das Herbstlicht ja nicht so hart im Licht ist und jetzt diese wunderschönen Farben dazukommen, dann ist das einfach nur, ja, einfach nur genial, weil man das jetzt hier, wie gesagt, ganz toll sehen kann und wie gesagt, hier jetzt mit den
Astern, ne? Das ist einfach nur klasse. Ja, und so zieht sich das jetzt hier auch so durch, ne? Also dass die Leichtigkeit sind dann die Gräser, was ich ganz toll finde, wenn die sich dann auch noch hier so im Wind bewegen, ne? Dann hat man hier so ein kleines gestalterisches Kunstelement, ne? Dann zur Seite guckend hat man dann hier diese wunderschönen Astern. Ja, und dann haben wir hier schon ein erstes Gehölz, das ist die Cornus cosa. Ne, die haben ja sonst hier diese wunderschönen Litschi-Früchte. Ich glaube, ich kann euch noch einen zeigen. Hier. Ne, das ist diese Frucht von dem Gehölz. Und die fangen jetzt auch an, in einem ganz tollen Rotton hier sich zu verfärben. Und das geht jetzt in eins durch, bis dann nachher wirklich natürlich dann das Laub irgendwann fällt. Ja, dann gehen wir mal einfach weiter. Wir haben jetzt hier die Gilenia trifoliata, die Dreiblattspiräe. Und die hier hat jetzt, ne, die hat ja im Frühjahr, Sommer, hat ja ein ganz, ganz tolles eine ganz tolle weiße Blüten, so kleine Blüten, weiße Blüten, auch eine Wolke. Und jetzt erfreut sie uns, kann man sagen, mit ihrer Herbstfärbung. Ne? Sie hat wirklich richtig eine ganz, ganz tolle gelbe Herbstfärbung. Und die kleinen Kapseln, das ist das Tolle, die sind wirklich auch ganz, ganz klasse, weil die nämlich auch noch Samen enthalten, die wiederum für Vögel super wichtig sind. Ne? Und dadurch sieht das einfach schon nur ganz toll aus. Ja, daneben haben wir dann direkt hier die Hortensien, die Paniculata, die jetzt hier dieses wunderschöne Brombeer hat. Und wenn man dieses Brombeer und dieses Gelb wiederum zusammen sieht, ne, es ist einfach nur wunderschön. Ja, der Zierapfel hier, der hat schon durch die kalten, kälteren Temperaturen schon ein paar Früchte, die jetzt auch schon leicht angefault sind. Das ist natürlich wiederum für die Amseln ganz toll, weil die natürlich sich sagen, super, ich habe hier sehr schöne, weiche Früchte schon, kann ich ganz toll essen. Ja, und da ist er dann wunderbar mit zugange. Ne? Das ist total schön, der ist auch ganz toll hier, wie gesagt, am Früchte jetzt zur Verfügung stellen und hat dieses Jahr wieder ganz, ganz viele Früchte und es ist einfach nur genial. Wir gehen mal weiter. So, hier ist jetzt nochmal das Innenbeet und hier in dem Innenbeet habe ich die Sedum-Sorte Matrona. Die hat hier auch wunderschön geblüht, die ist ja ein bisschen dezenter in der Blüte, leicht so, ja, so ein Rostton bis leicht Creme, aber die ist jetzt schon verblüht. Ist aber ein ganz toller Winteraspekt auch, weil da sich natürlich hervorragend die Frostzeichen dann zeigen, wenn Raureif ist und dergleichen. Und deswegen ist es so wichtig, einfach diese Sachen auch stehen zu lassen. Ne? Ja, genau. Wir gehen mal weiter. So, hier haben wir noch was wunderbar Gelbes. Ne? Hier sind noch auch eine Helenium-Sorte, die auch wunderschön ist, weil sie auch einfach, wie gesagt, nochmal mit diesem Gelb kommt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal einfach nochmal hier hinten durch. So, hier ist nochmal, wie gesagt, dieses Gras. Ne, wir sind hier schon ein Stück fortgeschritten. So, hier haben wir nochmal, wie gesagt, die Astern. Hier sind nochmal unterschiedliche. Jetzt sind sogar nochmal zwei Farben zusammen. Und alleine, dass jetzt zum Beispiel hier diese Aster hier zum Beispiel auf der Gilenia trifoliata liegt, also der Dreiblattspiräe mit ihrem rostroten Farbton. Ne, das sieht natürlich schon klasse aus, wenn das dann dieses Rosé ist und dieses leichte Weiß und dann diese tolle rostrote Farbton dazu kommt, das macht natürlich schon richtig was aus. Ja, so sieht das dann jetzt hier aus. Ne? Also das ist jetzt, wie gesagt, einfach nur toll, dass die Knöterich jetzt hier alle am Blühen sind. Ich hatte ja noch im Frühjahr ein bisschen verspätet hier noch das Plattehrengras gepflanzt. Und das hat sich auch wirklich als eine Pflanze sehr, sehr gut entwickelt. Und da kann ich auch nur sagen, wunderschön. Werde ich mal gucken, dass ich im nächsten Jahr da sicherlich auch noch mal ein paar dazusetze.
Wir gehen jetzt nach hinten auf der anderen Seite, auf den Gang in den Garten rein. Und da zeige ich dann euch auch noch Neues. So, hier sind wir jetzt in dem Gangbereich. Im Vordergrund haben wir die sehr schöne Liriope muscari. Das ist ein immergrünes Staudengewächs. Hier sehr schön mit einer Wurzel integriert. Die hat jetzt noch ihre lila Blüten. Noch ein bisschen, ich denke mal so in ja, vielleicht zwei, drei Wochen, dann ist das auch vorbei. Dann schneide ich die nachher raus, die Kerzen, weil die dann letztendlich nichts mehr tun, so gesehen. Und dann werde ich die einfach nur noch als wunderschönen grünen Schopf noch hier stehen haben. Was wir hier auch noch sehr schön haben, ist die Clematis tangutica. Das ist diese hier. Die hat hier wunderschöne Samenstände auch, ne, die so richtig toll aussehen. Eine ganz dankbare auch, ich würde mal sagen, so im Frühsommer fängt die an und ist jetzt auch bis zum Winter, bis zum Frost. Auf jeden Fall noch mit ihren tollen Fruchtständen hier am Start und könnte man theoretisch auch noch für floristische Zwecke gebrauchen. Jo. Genau, was natürlich auch noch mal sehr schön ist, das ist jetzt hier die Rose. Ne, also die ist total klasse und die hat richtig Spaß, noch mal die ein oder andere letzte Blüte noch mal vorzubringen. Ich finde, sieht ganz toll. Ja, dieses Jahr wirklich super dankbar geblüht. Fand ich total klasse. Ja, und das macht dann auch einfach nur Spaß. Ne? Ja, hier haben wir noch mal eine Geranium. Philistemon heißt diese Sorte. Die ist so eine langwachsende. Ne? Die geht von hier unten vom Boden aus. Bis hier oben hat sie sich jetzt hier hochgekrabbelt mit diesem wunderschönen Rot an Blattwerk und hat dann hier fast diese Magenta-Blüten. Also das ist schon wirklich toll. Ne? Das sind so die letzten, aber nichtsdestotrotz. Jo, genau. Dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Also, das sieht jetzt hier ein bisschen fremd aus und sieht auch vielleicht nicht so schön aus, aber es ist zweckmäßig. Und zwar habe ich jetzt hier auf beiden Teichen habe ich ein Lattengerüst gemacht und habe dann hier ein Zaunelement draufgelegt, habe hier so eine Gewebematte draufgeschraubt und das jetzt über den Teich gelegt. Und solange wie der komplette Laubabfall jetzt noch braucht, wird dieses Lattengerüst jetzt hier auch auf dem Teich drauf bleiben. Sollten nachher dann irgendwann Ende Dezember, schätze ich mal, sämtliche Laubfallaktionen von den wilden Weinbäumen und was weiß ich sonst vorbei sein, dann werde ich das hier auch wieder runternehmen, damit der Teich dann auch wieder frei ist. Kann dann noch die Teichrosen noch einkürzen, damit möglichst wenig Schlick nachher im Teich drin ist. Ja, hier sind wir ja in unserer Laube. Hier ist unser wunderbarer Baum, der die Blasenesche, ne? Colreutheria paniculata. Ja, und die ist, habe ich dieses Jahr auch schätzen gelernt, weil sie so diffus ist, also nicht so dicht gewachsen ist, lässt sie einfach sehr viel Licht durch. Das macht sich dann wirklich wunderbar. Und die fängt nämlich jetzt auch hier mit der Herbstfärbung ganz langsam an. Und jo, das ist dann wirklich toll. Und ich freue mich schon, wenn die weiter wächst und wir in den nächsten Jahren dann hier eine wunderschöne Schattenecke weiter mehr haben, vor allen Dingen, weil die Sommer werden nicht nur regnerisch sein, definitiv auch sicherlich werden wir wieder heiße Phasen und trockene Phasen haben. Hier im Hintergrund habe ich jetzt noch mal weiße Anemonen noch mal hier in dieses Beet mit reingenommen. Die hatte ich im hinteren Teil des Gartens, aber da wurde mir das zu viel, weil die freundlicherweise sehr gerne hier sich einfach durch Ausläufer verbreiten. Und so habe ich jetzt hier ein Beet, was komplett weiß ist, mit der Wiesenraute, das ist diese hier. Die hat ja jetzt nachher sonst so schöne weiße Blüten, ganz kleine. Und jetzt hier die hinteren Anemonen, die blühen jetzt noch. Und die hier habe ich jetzt hier vorne nochmal dazu gepflanzt. Hier sind auch schon ein paar Zwiebelblumen mit drin, ich glaube ein paar Tulpen oder dergleichen. Ja, genau, das ist... Sieht dann so aus. Ja, und hier ist es noch ein bisschen duster. Aber wie man oben sehen kann, ne, das Ganze ist ja mit dem wilden Wein überwachsen. Das ist Wahnsinn. Ne? Und wenn man mal guckt, ja, dass die jetzt hier schon Früchte haben und das im zweiten Jahr. Eigentlich ist es so, dass der
wilde Wein eigentlich wesentlich älter sein muss, damit er dann irgendwann Früchte trägt. Aber nein, er fühlt sich anscheinend so sehr wohl hier, dass er sich sagt, Mensch, das war ich doch schon mal viel eher. Ja, ich habe das jetzt hier die Ecke ein bisschen umgestaltet. Ich habe jetzt hier den Farn nochmal größer getopft, damit er auch einen guten Start ins nächste Jahr hat. Ein sehr schönes Schattengras, Carex. Kann ich direkt mal eben kurz nachgucken. Das hatte ich nämlich letztens noch geholt. Das ist das Carex Remota. Das ist ein ganz tolles Gras, was im Halbschatten und Schatten wächst. Also wenn ihr, wie gesagt, eine Schattenecke habt oder aber vielleicht einen Hauseingang, der im Nordbereich sitzt, dann könnt ihr sowas natürlich in Kübeln auch ganz toll pflanzen. Da oben ist ja dann hier der Cercis siliquastrum, das ist der Judasblattbaum. Und der wird hier, da wo diese ganz kleinen Punkte sind, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, es ist schwierig. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr klein. Direkt an dem Stiel sind so ganz kleine Ansätze. Und da werden die im nächsten Jahr, wenn alles gut klappt, Blüten kriegen. Und das finde ich dann ganz toll. Ja, ein sehr schönes Gehölz. Und hier ist jetzt noch, sind noch Hagebutten. Die habe ich jetzt hier von der Lückfund. Das ist eine weiße Kletterrose. Die habe ich jetzt mal ein paar dran gelassen, auch für die Vögel. Und ja, sieht sehr schön aus, mit diesem Orangeton. Ja, und jetzt im Moment hier habe ich soweit alles zusammengeräumt. Dem Farn geht es hier sehr gut. Ne, der ist jetzt hier auch schon wunderbar am Stehen. Die Sonne kommt jetzt mehr durch, weil die Blätter jetzt auch mehr fallen. Und ansonsten verträgt er hier auch Schatten wirklich super gut. Auch hier unten der Asplenium, ne, der verträgt auch sehr gut Schatten. Und ansonsten habe ich jetzt einfach hier die Deko-Elemente zusammengestellt, sodass das hier trotzdem schön aussieht, wenn wir hier bei uns aus dem Wohnzimmerfenster gucken. Ja, und dann kann der Winter kommen, auf jeden Fall. Okay, wir gehen gleich weiter. Ja, hier sind wir ja jetzt an dem Holzturm. Und hier am Holzturm stehen auch nur zwei Pflanzen der Honorine Jobert, also der Anemone hupiensis, Honorine Jobert. Und die sind natürlich wunderschön, aber wie gesagt, auf sandigem Boden vermehren die sich wahnsinnig. Also ich werde jetzt jedes Jahr definitiv immer wieder Jungpflanzen ausreißen müssen, weil sonst, wie gesagt, übernehmen die sofort eine ganze Gartenfläche. Das Schöne ist im Herbst, dass Blattwerk sich zurückzieht. Und dadurch natürlich die starren Elemente, so wie jetzt hier dieser Holzturm, dann wieder mehr und mehr zum Vorschein kommt, wo dann die unterschiedlichsten Insekten und dergleichen hier ihre Rückzugsmöglichkeiten haben und sich dann auch dementsprechend wohlfühlen, ne? Mir ist es ja wichtig, dass ich ja letztendlich, sage ich jetzt mal, einen naturnahen Garten habe, indem ich einfach den Tieren unterschiedlichste Möglichkeiten anbieten kann, damit die einfach sich hier wohlfühlen. So wie hier diesen Trockenhaufen, sage ich jetzt mal, der hier unter dem Hochbeettisch ist, ne, wo sich dann sämtliche Kleinsttiere, wie gesagt, eine Unterschlupfmöglichkeit suchen können. Ob das jetzt zur Eiablage ist oder zum Überwintern ist, ganz egal. Ja. Ja, im Kräuterbeet habe ich eine neue schöne Pflanze. Das ist die amerikanische Scheinbergminze. Die hat einen Wahnsinnsduft, also richtig, richtig klasse. Ne? Und ist sogar eine Heilpflanze, weil man daraus mit der Minze einen stärkenden Tee wunderbar kochen kann. Also alles, ne? Wie gesagt, wieder wunderbar. Ja, dann habe ich natürlich auch noch schon einiges gepflanzt. Ich habe Knoblauch hier mal reingesetzt. Und unter anderem ein Lauch, also ein Allium, mit so weit, das ist mit so weißen Glöckchen. Und das Schöne ist, ich hatte da, wo ich jetzt nochmal Stauden geholt hatte, das war in Süddeutschland, da habe ich dann dieses Schildchen gefunden, habe die dann jetzt mit einem weißen Bleistift schön beschriften können, sodass man noch weiß, ah ja, da sind noch die und die Sachen, ne? Weil manchmal nachher nach so einem halben Jahr, dann vergisst man das schon mal ganz schnell. Mangold habe ich hier nochmal eingepflanzt, der ist frosthart. Ich finde den alleine schon von der Farbgebung her, ne? Dieses Leuchten, wenn dieses warme Herbstlicht da so aufs Blatt scheint und die Aderung so zu sehen, das ist auch faszinierend. Ja, im Hintergrund hier habe ich noch den
französischen Basilikum, der natürlich jetzt hier mit dem Rot, ne, auch super toll aussieht. Und der blüht auch jetzt bis zum Frost und wird auch natürlich von den Bienen noch sehr gerne angenommen. Und ja, und das macht auch dann viel Spaß. Auch hier habe ich jetzt Allium reingesetzt. Hier habe ich auch noch hier dieses Gold, ach, dieses Tautropfengras reingesetzt. Das habe ich abgeändert, weil hier waren ja sonst noch mehr von den Heucherer, Micranther, ne? Also diesen Purpurglöckchen waren hier drin. Da habe ich jetzt immer ein, zwei rausgenommen und habe dafür jetzt hier dieses Tautropfengras reingesetzt. Das Ganze macht das dann noch mal ein bisschen leichter und sieht auch sehr gut aus. Ja, ansonsten sind hier alle Sachen schon am Start, die sich hier ausgesät haben, so wie hier. Das Vergissmeinnicht, die Akelei ist hier schon, ne, hat sich schon gut etabliert. Ja, sieht alles wunderbar aus. Dann hier haben wir noch die Bergminze, Calamintha nepeta. Auch eine ganz tolle Pflanze, einen ganz tollen, starken Pfefferminzduft. Braucht allerdings definitiv einen trockenen Boden. Ne, das ist ganz wichtig, weil sonst tut sie es nicht. Ja, alle anderen Sachen hier ziehen sich jetzt langsam zurück. Ne, hier die Braunelle hat wirklich jetzt auch nur noch braune Blüten, aber Blattwerk und dergleichen hier unten ist alles tippitoppi. Heißt, nächstes Jahr geht es dann wieder in die Vollen. Jo, dann würde ich sagen, gucken wir hier noch mal kurz. Die Funkien oder Hosta sehen auch sehr gut aus. Ne, die sind jetzt auch ein bisschen von den Schnecken angeknabbert worden, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil die Saison, die Gartensaison ist eh so gut wie durch und hinten haben die Funkien auch schon eine ganz tolle Herbstfärbung. Im Gegenlicht sieht das mega gut aus. Und in dem Hochbeet, wo wir ja hier auch noch ein Cornus-Cosa stehen haben, da sind jetzt die Alpenveilchen am Blühen, ne, die Herbstalpenveilchen. Und da war ja das ganze Frühjahr und der ganze Sommer war ein Fingerhut hier und der hat ja das ganze Ding voll in Beschlag genommen und jetzt können wir aber sehen, das ist jetzt hier wirklich total schön, weil die sehen jetzt echt ganz, ganz klasse aus und die werden jetzt eine ganze Zeit auch noch blühen. Und die hintere Pflanze, die wird im nächsten Frühjahr blühen. Es gibt zwei Sorten. Also einmal eine Herbstblühende und einmal eine Frühjahrblühende. Wunderschön. Hier ist nochmal eine in einem dunkleren Ton. Dazu habe ich jetzt hier nochmal drei Heucherer gepflanzt in einem Grünton mit so einem ganz leichten roter Aderung. Und ganz viele Zwiebelblumen hier reingesetzt. Wenn man da hinten guckt, sehen kann, ne? Botanische Tulpen. Das macht natürlich auch nochmal was aus. Das sieht es dann bestimmt im Frühjahr schon super aus. Jo, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal nach hinten und da zeige ich euch, was ich dann alles da jetzt neu gemacht habe oder verändert habe, weil es der Garten so erfordert hat. Auf geht's! Die Sonne steht ein bisschen tief, es kann sein, dass es ein bisschen blendet. Ich hatte ja hier beim letzten Video gezeigt, dass ich ja hier diese Schubkarre gepflanzt habe und die hat sich jetzt richtig, richtig schön schon etabliert. Der hat sich schon sehr schön eingewachsen hier durch die verschiedenen Dickblattgewächse, die Allium. Die haben jetzt hier so Samenstände. Das Anaphalis, das Schmuckkörbchen, ist noch sehr schön am Blühen. Die Euphorbien haben sich jetzt richtig schon toll etabliert und haben hier noch diesen, sage ich jetzt mal, Frühmorgentau, ne, weil ja hier sehr spät die Sonne erst kommt. Die Statize, ne, das ist die hier, die hat sogar noch einen Blütenschub wieder bekommen. Die wird jetzt hier noch mal violett blühen. Und das sieht alles wirklich wunderschön aus. Ja, und dann gehen wir schon rüber. Und wenn man jetzt mal hier so guckt, dann denkt man so, ui, ne? Also wenn ihr die letzten Videos noch gesehen habt, hier habe ich ja richtig geackert, kann man sagen, weil mein Ginkgo, das ist hier der Ginkgo-Baum, das ist ja eine Miniatur von Baum, das ist eine Art Bonsai, kann man schon bald sagen. Und den habe ich schon sehr, sehr lange und der stand vorher mal in diesem Gefäß hier. Das ist das letzte Stück, was ich noch unbedingt aufbewahren wollte. Und der war jetzt mit Unterbepflanzung von dem Asarum europaeum, dem Haselwurz, war der wirklich so eng in dem Topf drin, dass da wirklich kein Platz mehr für Erde war. Alles war durchwachsen und ich musste ihm jetzt wirklich oft Wasser geben, weil
Natürlich, wenn keine Erde mehr da zum Wasserspeichern ist, dann wird das für den natürlich auch zum Stress. Und ich habe gedacht, bevor ich jetzt warte, dass es nächstes Jahr im Frühjahr ist und die Knospen angeschwollen sind und alles abbricht, machst du es jetzt. Und dann war ich unterwegs, und das war gar nicht so leicht, einen großen Topf zu finden, der natürlich dann da auch passt, damit die Pflanze hier auch jetzt die nächsten Jahre hier wieder drin stehen kann. Aber ich habe dann noch glücklicherweise einen gefunden, und das war dann auch wirklich ein echter Kraftakt, das Schätzchen da in diesen Kübel reinzukriegen. Ich glaube, ich habe so an die 160 Liter Erde verarbeitet. Ja, das war wirklich echt ein Hammer. Leider ist natürlich noch ein Stück abgebrochen, sodass er jetzt nach hinten so ein bisschen schmal aussieht. Er ist ja sehr langsam wachsend, aber jo, dafür hat er ja jetzt wieder Zeit, um entsprechend da an den Start zu gehen. Ja, was natürlich wunderschön ist, ist jetzt hier die Felsenbirne. Die steht ja hier in der schattigen Ecke, und das ist wirklich toll. Die hat jetzt auch eine wunderschöne Herbstfärbung. Im Frühjahr ist sie ja dann ganz toll mit weißen Blüten ab April schon zugange. Also wenn ihr einen Strauch pflanzen wollt, ne, der ist ja hier, so eine, der Felsenbirne ist ja immer so mehrstämmig. Man kann ihn auch als Baum ziehen, aber dann muss man das nachher ein bisschen vereinzeln. Dann ist das hier wirklich ein ganz, ganz tolles Gehölz, weil es super pflegeleicht ist, hat keine großen Ansprüche an den Standort hat, ganz toll wächst, wie gesagt, Blüten hat, Früchte hat für die Tiere und wie gesagt, einen ganz tollen Herbstaspekt mit dieser wunderschönen Herbstfärbung. Wie gesagt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, genau, dann gehen wir mal weiter. Ne? Auch hier die andere Kiste hier hat jetzt einen Traum an Blüten, an besser gesagt an Samenständen. Das ist nämlich hier. Ja, das ist manchmal ist das so, ne? Dann denkt man so, ja, man hat es ja, ne, ist ja alles klar, aber nein, man hat jetzt gerade mal eben nicht den Namen am Start. Aber das macht auch nichts. Das ist dann jetzt mal nicht so wild. Das ist die Silberkerze. Auf Deutsch habe ich sie auf jeden Fall. Also das ist die Silberkerze. Das ist ein Gewächs, was im Schatten, oder besser gesagt im Halbschatten, sehr gut funktioniert. Und desto mehr die Sonne bekommt, desto wunderschöner wird dann nachher auch die Herbstfärbung. Ne? Also das ist wirklich toll. Und die, wie gesagt, die Samenstände sind einfach nur genial. Ich finde sie total klasse in diesem Bordeaux-Ton. Wunderschön. Im Hintergrund ist dann wieder das Champsia-Gras. Ne? Und dann haben wir jetzt nämlich hier den wunderschönen Eisenhut. Ja, ich bin begeistert. Ich habe drei Pflanzen gekauft und sie sind jetzt alle am Blühen. Und das ist total klasse, weil das ist ja, der Eisenhut ist eine herbstblühende Pflanze. Ne, die hat ja hier wirklich so ganz tolle Trichter. Und da gehen jetzt vor allen Dingen wahnsinnig gerne die Hummeln rein. Und das passt so wunderschön jetzt hier auch mit diesen blauen Flaschen, die ich hier aufgestellt habe. Ja, ich fand sie immer schon klasse. Für denjenigen, der Kinder oder Enkelkinder hat, da würde ich sagen, sollte man sie vielleicht nicht in den Garten pflanzen, weil sie, wie gesagt, in allen Teilen giftig ist. Das heißt, Blätter, Stiele, Blüten, das ganze Programm. Dafür kann man dann wunderbar als Alternative in Blau aber auch den Rittersporn pflanzen, weil der ist dann nicht giftig. Ne? Aber wer so ein Schätzchen sich dann nachher mal gerne in den Garten pflanzen möchte, kann ich einfach nur sagen, traumhaft. Wenn man in den Bergen zum Wandern unterwegs ist, jetzt im Herbst, dann sieht man sie überall auf den Bergwegen, Wanderwegen am Blühen. Also ich finde sie einfach nur wunderschön. Vor allen Dingen das Blau ist einfach genial. Ja, dann habe ich hier noch mal ein bisschen aufgeräumt. Das ist ja hier mein Naturbeet. Ne? Das war wirklich sowas von Gundermann überwuchert. Das war schon nicht mehr feierlich. Das heißt aber nicht, dass deswegen jetzt hier alles rausgerissen ist. Das hier ist der Gundermann. Das hier, ne, und der ist nach wie vor noch drin. Und hier sind jetzt die Maiglöckchen. Und wie gesagt, dann sind hier noch die anderen Pflanzen, wie zum Beispiel die Taubnesseln. Das ist alles hier vorhanden. Ne? Nur wie gesagt, habe ich jetzt hier nochmal die Waldaster, ne, diese Weißblühende nochmal hier mit reingesetzt, damit einfach nochmal ein anderer Blütenaspekt kommt. Weil, wenn die Maiglöckchen durch sind und die Akelei, dann ist es hier einfach nur noch grün und ja, und da wo nichts ist, kommt dann halt gerne eben Wildkraut und das wächst dann auch richtig ordentlich ab. Ja,
Dann haben wir hier den Korb jetzt, den ich früher mal vorne stehen hatte, aber der fand das vorne nicht so witzig, weil der dann auch sehr hoch gestanden hatte. Ich habe dann auch nicht immer gegossen, das fand der natürlich dann gar nicht gut. Und jetzt aber steht er hier. Und ich habe jetzt hier noch einen wunderschönen Lärchensporn. Also das ist wirklich ein Träumchen an Pflanze. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Der blüht das ganze Jahr durch, schon sehr früh im Frühjahr. Das ist jetzt ein Weißblühender. Die gibt es in Gelb und auch in Rosa. Und sind, wie gesagt, die haben so kleine Samenkapseln, ne, die dann irgendwann wegspringen. Werden aber auch gerne von Ameisen anderweitig in Beete gebracht. Also wie gesagt, super, super tolle Pflanze. Auch eine Frühblühende, also auch wieder für Insekten sehr interessant. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ja, hier ist ja sonst die Sitzecke für eine meiner Deckchairs. Ne? Da habe ich jetzt hier auch alles schon soweit. Mehr oder weniger Herbst-Winter fertig. Meine Pflanzen habe ich jetzt hier nochmal reduziert. Hinten habe ich jetzt hier ein Dechampsia-Gras, was irgendwo ganz tief im Schatten gestanden hatte und von anderen Pflanzen überwuchert war, jetzt reingepflanzt, damit er sich da jetzt schön bekrabbeln kann. Auf der rechten Seite ist die Katzenschwanzpflanze, weil die ja so diese wilden, wuseligen Triebe hat und hat dann diese ganz kleinen orangen Blüten. Ist ein fleischiges Gewächs, darf aber nicht im Winter draußen stehen bleiben. Es muss frostfrei überwintert werden und da muss ich mal gucken, wo ich das dieses Jahr unterbringe. Ja, aber wie gesagt, eine wunderschöne Pflanze, sonst super pflegeleicht, hat man gar kein Theater mit. Hier ist dann der Agapanthus, ne? Der hat jetzt natürlich seine Blüte auch schon hinter sich. Und diese Pflanze lasse ich jetzt auch bis zum ersten Frost, also bis es so 0 Grad, um die 0 Grad ist, werde ich die stehen lassen hier, damit die einmal einen Kältereiz kriegt. Und dann geht die bei uns in den Flur, ne, wo es dann, sage ich jetzt mal, frostfrei ist auf jeden Fall. Also vielleicht 10 Grad oder 12 Grad, hat keine Ahnung. Aber auf jeden Fall die Temperaturen, die die Pflanze braucht, um gut über den Winter zu kommen. Ja, hier hinten, ne, ist die Funkie jetzt, die fällt jetzt langsam auseinander. Die hat es auch sowas von super getan. Also ein Traum an Hosta, ne? Wirklich mit diesen großen Blättern. Sieht ganz, ganz edel und wirklich toll aus. Hat so einen leichten Gelbton auch. Ja, das macht sich auch super. Ja, genau. Dann hier, ne, ist jetzt nochmal das kleine Regal. Da habe ich noch eben unseren kleinen Kobold jetzt hingesetzt, weil hinten in der kleinen Sitzecke ist jetzt eine kleine Laterne. Dann kann ich euch noch gleich zeigen, hier diese Schleieraster. Schaut euch das mal an, ist das ein Wahnsinn? Ne? Die ist ganz, ganz klein in der Blüte. Ne? Und hier sind auch super viele Insekten dran. Also ich gehe mal ganz nah dran, weil es echt der Wahnsinn ist. Schaut das mal an. Das ist wirklich wunderschön. Die ist wirklich auch wie eine Wolke, aber wirklich mit ganz, ganz, ganz kleinen Blüten. Das nennt man sie auch Schleieraster. Ja, die steht hier jetzt hier noch mit den Phloxen zusammen, die so leicht rosé sind. Das passt auch gut. Ne? Das sind, bei den Phloxen sind das jetzt schon so die letzten Zuckungen. Ne? Also wenn es noch mal warm ist, dann kommen da noch mal ein paar Blüten. Ne? Und ja. Im Hintergrund sieht das natürlich wieder toll aus, ne, wenn man dann sieht, dass da hier der nächste Zierapfel hier, die Golden Hornet, jetzt Früchte machen ist. Ne? Also was gesagt, nicht machen ist, sondern die hat ja die Früchte schon. Ne? Und das ist natürlich auch super. Und auch hier ist es wirklich toll zu sehen, wie das dann mit den Rottönen und den Gelbtönen so aussieht. Das ist einfach klasse. Ja, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir so rum. Jetzt kann man hier noch mal so schön sehen. Das dürfte jetzt gut machbar sein, weil das Licht, die Sonne nicht so extrem ist. Jetzt kann man nämlich ganz toll sehen, die Gräser. Ne? Warum sind Gräser im Garten wichtig? Weil die Leichtigkeit bringen. Ne? Und das Tolle ist dann durch diese Leichtigkeit ne, und durch diese Bewegung ist das nicht alles hart und starr. Und also Gräser, wie gesagt, im Garten bringen in der Gestaltung auch wirklich super viel und bringen auch eine ganz tolle, interessante Variante nochmal mit rein. Jo, dann gehen wir jetzt einfach mal nach hinten rüber und dann zeige ich euch die hintere Ecke. Ja, wir stehen jetzt hier vor der Wendeltreppe. Ne? Die ist ja schon fast zugewachsen, sage ich jetzt mal, mit der Akebie.
Das ist hier die Pflanze, die sich jetzt hier am Geländer so schön hochzieht. Die hat ja im Frühjahr so violette kleine Blüten. Und die Rose Ghislaine de Filgon. Das ist jetzt eine wunderschöne Strauchrose, die dann aber auch gerne zu einer Kletterrose mutiert. Das kann man hier sehen, dass die jetzt hier schon so ihre Bögen zieht. Und hier unten sind dann die Blüten. Und das Gleiche macht sie jetzt auch zur anderen Seite. Und das kann ich euch dann jetzt mal zeigen, wie die dann jetzt hier oben zum Beispiel, hier da ihre wunderschönen Blüten zeigt. Das ist schon toll. Ja, und das Tolle ist jetzt in dem Sinne, dass ich gesagt habe, das ist mir ja alles mit meiner ganzen Versorgung mit Regenwasser und Gießkannen und allem drum und dran hier in der Ecke einfach zu eng. Das Gitter, also dieses Gestell, was ich ja jetzt hier stehen habe, das war vorher in einer anderen Ecke, die zeige ich euch gleich. Und ich habe gedacht, Mensch, weißt du was, das kannst du da hinten nicht mehr gebrauchen. Mach das doch hier einfach als Eingangstor zu deiner Regenwasserabteilung und zu der Wendeltreppe, damit man dann nach oben gehen kann, um den Garten von oben zu sehen. Und so habe ich das Ding dann hier hingeschleppt, wie weiß ich gar nicht, mein Gott, ja, manchmal kommt man so in Bereiche, wo man übernatürliche Kräfte hat. Ja, genau, ich habe hier noch Erdbeerpflanzen in den Kübeln stehen. Ja, da musste ich die langen Triebe schon mal abmachen, weil wenn die unten den Boden in Kontakt kriegen, dann sind die sofort überall und haben sich verhaftet. Genau, ich habe das jetzt hier nochmal so schön ein bisschen arrangiert auch mit einem kleinen Stuhl. Wenn man dann erschöpft ist vom Gießen, dass man sich dann hier nochmal hinsetzen kann. Ja, nein, in erster Linie ist es einfach nur, sieht es auch einfach ganz schön aus mit einem kleinen Stillleben. Hier ist eine Mini-Hosta, sehr schöne Vasen in so einem Grünton und mit der Hintergrundwand, damit das dann auch alles ein bisschen stimmig aussieht. Und dann kann man hier die Wendeltreppe hoch. Ja, und hier sind ja meine drei Regentonnen, die sich dann über verschiedene Verbindungen dann auch entsprechend mit Regenwasser füllen. Wenn es eben geht, habe ich die Tonnen noch offen, dass die immer gut gefüllt sind. Wenn es dann regnet, dann, weil Regenwasser ist halt eben weiches Wasser und ist für die Pflanzen natürlich ideal. Ich brauche das nicht, um jetzt die normalen Pflanzen zu gießen, sondern nur die Kübelpflanzen. Und wenn ich mit Regenwasser gieße und ich dann Dünger dann noch zugebe, Flüssigdünger, brauche ich wesentlich weniger Dünger, weil die, weil das Regenwasser weich ist und dadurch automatisch weniger Dünger braucht. Das Regal hier hatte ich sonst auf der anderen Seite andersrum stehen zur Sitzecke mit dem Deckchair und habe dann gedacht, ich mache das jetzt mal andersherum, kann das dann wesentlich weiter nach hinten reinstellen und damit habe ich hier wesentlich mehr Platz und es sieht auch stimmig aus. Ich habe das Wasser direkt dabei, um den Farn zu gießen und dann geht ja auch schon direkt das Beet hier im Anschluss dann hier direkt dran, und dann hier mit dem sehr schönen Amberbaum, der jetzt auch langsam in die Herbstfärbung reingeht. Ja, und dann ist das jetzt hier eigentlich auch, finde ich, eine sehr stimmige Ecke, wo man dann einfach sagen kann, hey, es sieht einfach so weit gut aus, dass man das schön groß und vor allen Dingen bequem alles bedienen kann, weil es gibt nichts Nervigeres, als wenn man über Gießkannen stolpert, weil der Weg zu eng ist und das ist dann auch einfach, wie gesagt, nur nervig. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal dahin, wo ich dann noch sonst schwer zugange war. Genau, ganz kurz hier noch. Hier gibt es dann auch noch mal die Herbstanemone in Rosé. Genau, hier sind noch mal Herbstastern. Ja, und hier ist dann unsere Senke. Oder die Senke vom Garten. Hier ist nochmal eine sehr schöne Tränke. Das ist jetzt hier mit Lehm gefüllt, damit die Bienen, Wildbienen vor allen Dingen, sich dann auch, wenn die ihre Löcher zumachen von ihren Nisthöhlen, damit haben die sofort ein Lehm, wo die das dann mit schließen können. Das ist natürlich letztendlich eigentlich immer mit Wasser gefüllt, aber jetzt, je nachdem, wenn es regnet, ist es voll, weil das jetzt auch alles langsam zu Ende geht. Ja, hier habe ich ja noch so einen kleinen Durchgangsbereich. Da geht es dann von hinten direkt zu der großen Pflanzkiste mit den Alpenveilchen.
Und ja, hier habe ich jetzt auch noch mal ganz kräftig den wilden Wein zurückgeschnitten, weil, ne, also wo wilde Kräfte walten, ne, wenn man sie nicht in Grenzen hält, dann wird das alles ein wenig schwierig, auf jeden Fall. Ne? Also deswegen, man ist definitiv jedes Jahr dabei und muss einfach die Ausläufer, die dann einfach zu wild unterwegs sind, muss man dann auch einfach mal zurückschneiden. Das ist ganz wichtig. Gut, so, das ist mein Arbeitsbereich heute gewesen. Ja, die Hortensien sind ja immer sehr schön hoch, die Annabelle. Und die hängen dann schön über und die hängen dann so stark über. Ich hatte da vorher so einen kleinen Stakettenzaun aus Kastanie. Die hingen dann so weit rüber, dass dann darunter die Geranium eigentlich schon ja auch eher am Kümmern waren. Und dann habe ich heute gedacht, nein, ich muss das jetzt mal anders machen. Hier habe ich nämlich jetzt den Stakettenzaun weggenommen und habe jetzt hier Moniereisenstangen, das ist mein Lieblingsarbeitsmaterial, weil ich da so viel noch von habe, habe ich dann hier eingeschlagen und habe das jetzt ganz schmal dran gesetzt, weil ich jetzt einen Vorteil habe. Ich habe nämlich jetzt sämtliche Ausläufer von den wilden Weinen hier unten wegnehmen können, indem ich den wirklich, ne, abgeschnitten habe. Und ich habe dann locker hier 2, 3 Meter lange Bahnen hier an Wurzel und an Ausläufern dann weggemacht. So habe ich jetzt hier ja ein kleines Eisengerüst, ne, und kann im Frühjahr dann die Annabellhortensien runterschneiden. Die wachsen dann wieder schön durch und gleichzeitig sollten aber dann wieder der wilde Wein wieder meinen, er müsste jetzt wieder Autobahnen an Ausläufern ziehen. Dann kann ich mit der Rosenschere nämlich so direkt von unten dran vorbei und kann das direkt eindämmen. Und das macht wirklich was aus. Ja, dann hatte ich hier jetzt das Gerüst stehen, was ich euch gerade gezeigt habe, da wo die Gießkannen sind. Das hat nämlich hier gestanden. Ne, das soll man gar nicht glauben, weil das war einfach nur alles nur eine grüne Hölle und es war eine Kletterrose dran und eine Klematis und davon hat man gar nichts gesehen, weil die rechts im Bild, die Waldaster hat den ganzen Laden dann rechts schon übernommen. Und ansonsten war alles irgendwie einfach nur wild am Wachsen mit Brennnesseln und was weiß ich sonst. Was hier auch, ne, wo ich kein Problem mit habe, dass die da auch stehen, weil dadurch haben wir Schmetterlinge auch hier im Garten. Aber es war einfach kein Konzept mehr drin. Es war einfach nur noch wild und überwuchert. Und ich habe gedacht, nee, das gefällt mir nicht mehr. Ich möchte mehr Raum haben und nicht, dass hier alles so eng ist, dass ich hier fast nicht mehr durchkomme. Ja, nee, ne. Den Worten folgen Taten. Ich habe das ganze Ding dann rausgenommen, rausgestellt. Ich habe die Klematis jetzt hier einfach an einem kleinen Gerüst jetzt hier befestigt und gestützt, sodass das nächstes Jahr wieder austreiben kann. Das ist eine blaue Klematis. Und davor, da hatte ich noch in einem Kübel nämlich zwischendurch geparkt, Baldrian. Das ist ein Baldrianpflanze. Und zwar ist das die Valeriana officinalis. Und das ist diese Pflanze. Genau. Ne? Und das Schöne ist, es ist eine alte Heilpflanze. Die Wirkstoffe sind zur Beruhigung und bei Magenstörungen. Ob ich deswegen jetzt unbedingt gerade die Blüten dann nachher abknipse oder sonst dergleichen, das glaube ich nicht. Aber die haben einen ganz tollen Zierwert, weil die werden locker auch so 1,50 Meter und mehr hoch. Und dann sehen die Weine einfach wunderschön aus und die kommen mit Halbschatten sehr gut aus. Und dazwischen ist noch ein Gras gepflanzt. Das ist hier das Stipa gigantea. Ne, mal gucken, ob es sich hier zwischen den Baldrian wohlfühlt. Und dann sehen wir mal, die habe ich dann heute hier eingepflanzt. Dann noch 2 Deschampsia, die sind jetzt hier vorne rechts. Ne, und dann musste ich die Waldaster nochmal ordentlich zurücknehmen. Die habe ich ja vorne in der Schattenecke. Jetzt habe ich davon ein paar Ableger einfach reingepflanzt, weil die sich sehr, sehr gerne ausbreiten. Ne? Also wenn man, wie gesagt, Fläche braucht und Schattenbeete hat, wo man kein Unkraut haben möchte, dann pflanzt man einfach die Waldaster und schon hat man gar keine Schmerzen mehr mit Unkraut, weil das macht alles dicht. Ne? Aber wirklich alles dicht. Ja, genau, das war jetzt mein neues Projekt hier.
Und ich bin sehr zufrieden damit und freue mich, dass es jetzt so aussieht, sodass ich sagen kann, hey, jetzt geht es nur noch ans Zwiebelpflanzen. Da hatte ich einige bestellt. Da fange ich jetzt auch dann vielleicht heute noch mit an und die nächsten Tage. Es wird ja jetzt leider wieder wärmer, so bis 20 Grad und noch mehr. Ist natürlich zum Zwiebelpflanzen nicht ganz so toll, ne, weil die brauchen ja auch die Kälteimpulse, aber nichtsdestotrotz. Das wird schon werden. Ne? Ja, genau. Hier im Teichbereich ist es auch wunderbar, was gesagt, in der Senke, ne? Das ist ja hier unsere Sickermulde, wenn es dann mal ganz stark regnet, dass das Wasser wirklich hier dann durch die Regenrinnen dann abgeleitet werden, hier in diese Senke rein und dann kann das hier hoch ansteigen und dann kann das hier sich im Garten verlaufen, wenn es dann ganz schlimm sein sollte, aber das wird hier sehr, sehr gerne angenommen von den Vögeln zum Baden und natürlich auch sehr gerne von den Insekten, die sich dann hier zwischen den Steinen und den Holzstämmen und dergleichen verstecken können. Ja, auch hier habe ich ein bisschen was verändert. Ich habe jetzt nochmal freundlicherweise Holzstämme geschenkt bekommen, was früher alte Balken waren aus einem alten Hof, ne? Hier mit den Nut und Feder und die habe ich jetzt so gestellt, dass man da so schön durchfotografieren kann. Ja, und unter anderem habe ich die jetzt hier auch da, wo die Insektentränke ist, auch nochmal mit eingebaut, weil die nämlich dann hier sehr schön, wie gesagt, verschiedenste Möglichkeiten allen Tieren bieten, die dann hier ihre gute Zeit verbringen wollen. Ne? Ja. Ja, hier kann man es auch noch mal sehen, dass ne, die Katzenminze nach wie vor wahnsinnig am Blühen ist. Also sie blüht und blüht und blüht und wie gesagt, die best-of dankbare Pflanze überhaupt. Hier noch mal so eine Gruppe an Tautropfengras, Sporobolus heterolepis cloud, ne, mit C, cloud. Auch ein ganz, ganz tolles Gras, wie gesagt, und wird auch nicht größer, so wie es jetzt ist. Und dann hat es hier, wie gesagt, diese wunderschönen Ähren, die so ganz leicht sind. Ja, das ist einfach nur toll. Jo, dann kommen wir auch schon langsam zum Schluss. Hier habe ich ja, wie gesagt, noch mein Insektenhotel. Hier habe ich jetzt noch mal, das war ja so ein alter Schrank von Oma. Oben sind jetzt, wie gesagt, die Tonblöcke drin, wo dann hier die Löcher drin sind für die Wildbienen. Unten drunter der Unterschrank, da habe ich jetzt ein großes Eichenbrett vorgemacht mit einer Lochbohrung und hoffe und wünsche mir, dass eventuell irgendwann mal dort ein Hornissennest dann seinen Platz findet. Aber das entscheide nicht ich, sondern das entscheiden dann die Insekten, wo die sagen, jo, ganz genau, hier möchten wir jetzt gerne mal für ein Jahr sein. Jo, und dann gucken wir mal. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir einmal durch den Garten durch. Und es hat mir wieder sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Wenn ihr noch Informationen braucht oder gerne haben möchtet, wie man Zwiebeln pflanzt oder dergleichen, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann wisst ihr auch immer genau, hey, da kommt jetzt ein neues Video. Ne? Und wenn ihr sagt, weißt du was, Ute, mach doch einfach im kommenden Jahr, würde ich mich freuen, wenn du zu der und der Thematik im Garten nochmal vielleicht das und das zeigen könntest oder ne, wie man dieses und jenes macht. Da bin ich immer offen für und gebe euch auch gerne Tipps und Ratschläge, wie man mit der einen oder anderen Geschichte umgehen kann. Das Allerwichtigste, denke ich, so was für uns alle wichtig wird, ist, dass wir, auch wenn jemand sagt, nein, ich brauche aber ganz viel Rasen, dass ihr dann einfach sagt, hey, weißt du was, ich mache einfach mal eine Ecke, zumindest in dem großen Garten oder wie auch immer, die dann einfach ein bisschen unaufgeräumt ist, wo dann nicht alles steril ist. Pflanzt euch da einfach ein paar Stauden oder dergleichen hin oder Gehölze, die Bienennährgehölze sind, ne, und vielleicht ne, so ein bisschen Totholz dabei und wenn das auch nur so ein alter Stamm ist oder sonst irgendwas, weil das Insektensterben ist sowas von krass und es wird nicht besser werden, glaubt es mir ganz bestimmt. Und
Ich finde, ne, wir können nicht sagen, nein, ich konnte ja nichts tun oder ne, das ist dann einfach so, sondern jeder kann was tun. Und selbst auf dem Balkon, ne, oder auf Terrasse, wenn ihr sagt, ne, ich habe aber gar keinen Garten, auch da geht was, ne? Ja, wenn ihr da einfach auch sagt, hey, ne, da muss man keinen Totholzhaufen aufstellen, aber wenn ihr dann zum Beispiel einfach eine Nisthilfe, ne, aber nicht bitte aus dem Baumarkt, sondern dann wirklich eine gute Nisthilfe, kann ich euch auch dann nochmal zeigen, wie man das dann vielleicht gut machen kann. Aber wenn ihr da auch ein paar Pflanzen stehen habt, wo die Tiere sich wohlfühlen, dann ist das schon ganz, ganz, ganz viel geholfen, weil jeder kann was tun. Ne? Jeder, wenn wir bei allen Privatgärten, die wir hätten, wenn da jeder ne, eine Ecke einrichtet oder sagt, hey, ne, ich richte es so ein, dass ich, Mensch und Tier sich in diesem Garten wohlfühlen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Ne? Ja, das ist so mein, ja, das ist eigentlich auch mein Lebensmotto. Und deswegen freue ich mich so riesig, dass ich hier so wahnsinnig viel Tiere auch hatte. In diesem Jahr, ich weiß es gar nicht genau, von Heuschrecken, ne, von sämtlichen Bienen, Hummeln, Wildbienen, Schmetterlingen, ja, und das ist das zweite Jahr hier in diesem Garten. Ne, und wie viele sich hier eingefunden haben, auch an Vögeln und dergleichen. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Und es macht mich einfach nur stolz, würde ich gar nicht sagen, sondern ich freue mich einfach nur so riesig, dass sie einfach sagen, hey, es ist toll, dass du uns das anbietest und wir fühlen uns hier wohl. Und dann ist das für mich zumindest auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Geschenk, dass ich das hier erleben darf in meinem kleinen Raum an Garten. Und ja, und dann bin ich einfach glücklich. Ja, genau. Ja, mit diesem Zitaten und Denkanstößen, die ich jetzt hier euch so gegeben habe, möchte ich mich verabschieden. Wünsche euch noch einen ganz tollen goldenen Oktober. Genießt ihn und es wird bestimmt noch sehr schöne Tage geben. Und ja, vielleicht seid ihr ja wie gesagt auch noch im Garten zugange. Und wenn ihr keinen Garten habt, ich war jetzt letztes Wochenende noch im Wald und die Pilze sind am Sprießen und da ist auch die Herbstfärbung voll zugange. Ja, genießt es einfach, ne? In unseren wilden Zeiten, die wir haben. Alles, alles Liebe und alles Gute wünscht euch eure Ute. Bis bald!